You speak your mind, but it's better when your body talks. Come here, boy, don't close your eyes. I'll show you heaven when my clothes come on. Es ist jetzt Montag, also mein letzter Urlaubstag. Bisschen traurig bin ich schon, aber ich freue mich jetzt auch mal wieder bald in meine Routine zu kommen. Ich habe sehr gute Neuigkeiten. Und zwar hat es eben geklingelt und ich habe es erstmal ignoriert, weil Timo mir gestern erst gesagt hat, ich muss hier nicht auf jede Klingel achten, weil hier manchmal halt Leute klingeln, die einfach nur in den Hausflur wollen. Auf jeden Fall schaue ich dann auf die Sendungsverfolgung von meinem Schreibtisch und sehe nur so Scheiße. Aber so schon nachdem ich 3 Minuten halt gewartet habe, renn zur Tür, mach auf. Und dann habe ich aber nichts mehr im Flur gehört. Dann sind Tom und ich nach unten und die haben einfach den Schreibtischtisch da unten hingestellt. War jetzt aber halb so schlimm, weil es eigentlich ganz gut zu tragen war. Ich freue mich wirklich so, jetzt einen Schreibtisch zu haben. Ich saß nämlich heute Morgen schon wieder hier am Videoschneiden und ich kann das einfach nicht richtig im Bett machen. Das ist mal ganz schön, so für 10, 15 Minuten. Ich freue mich so auf diesen Schreibtisch. Ich werde mich jetzt gleich erstmal fertig machen und dann bauen wir den Schreibtisch auf. Ich habe mich jetzt kurz ein bisschen ready gemacht. Und Tom hilft mir jetzt und dann bauen wir jetzt den Schreibtisch auf. Hast du es mitbekommen heute Morgen? Es klingelt so. Ich sage zu Tom, ja, Tom hat mir gestern extra erklärt, ich muss nicht immer aufmachen. Erstmal, ich habe es erst heute Morgen. Aber du hast doch was erwartet, ein Paket. Ja, aber das Dienstag habe ich es erwartet. Ich liege im Bett, ich gehe noch auf die Sendung, so Montag, ich so scheiße springe. Dann hat er schon diese Platte wieder unten abgestellt. Schau dir mal die Platte an. Ist auch gut, fertig. Aber leg's mal einfach so auf den Boden. Kannst du nicht alle über einen Kamm scheren? Mach ich doch nicht. Baby, every day I wake up. Du wolltest noch einen Müller haben, oder? Brauchst du? Der ist auch noch ganz süß. Perfekt. Cute. Perfekt. Danke. Ich hätte dir was geklappt. I'm just trying to feel my feet, trying to feel anything. Mann, Tom, warum? Das geht auch so. Ich gehe gleich, du verarschst mich jetzt nicht. Lass mal. Tom! Ich mein's ernst. Verarscht mich. Du verarscht mich. Du verarscht mich. Torben, was machst du denn? Ach so, man kann das auseinander machen. Ich finde es gerade richtig scheiße. Ich war mir gerade so sicher, dass es nicht passt, aber Thomas hat mich verarscht. Schön und also ich komme wirklich gar nicht drauf. Ich finde den wirklich richtig geil. Der passt hier mal perfekt hin. Ich zeige euch das gleich nochmal in Ruhe, aber jetzt muss ich erstmal was frühstücken. Es ist mittlerweile, ja, fast 1 Uhr, aber es hat auch schneller gedauert als gedacht. Ich habe hier so einen veganen Milchreis mit Himbeer und das ist Daily Gut. Das ist von Brain Effect. Das ist an der Stelle auch leider keine Werbung, aber finde ich sehr gut. Das sind halt Darmbakterien.
und schmeckt wie ein Eistee. Mein Schreibtisch steht jetzt und ich sag's euch, ich finde es so praktisch. Das ist ja ein höhenverstellbarer Schreibtisch und ich kann hier auch perfekt filmen, weil es ist jetzt nicht die normale Höhe, die ein Schreibtisch hat, auf der man halt einfach nochmal schreiben würde, sondern ich kann ihn wieder runterstellen. Das wäre nämlich dann eher so die Höhe und das ist halt dann einfach nicht so cool, um zu filmen. Deswegen, mir wird das so krass meinen Alltag erleichtern. Es ist halt so praktisch für mich, vor allem wenn ich auch mal wieder irgendwie ein Video drehe, nämlich einfach nur da sitze, euch was erzähle oder auch in den Vlogs nutze ich das ja immer wieder. Und ich würde jetzt sagen, ich rede nicht lange drum rum, ich zeige euch jetzt meinen Schreibtisch. So könnt ihr meinen Schreibtisch perfekt sehen. Der ist von FlexiSpot, das ist an der Stelle auch eine Kooperation. Und daher auch schon mal vielen Dank an FlexiSpot. Ich bin wirklich verliebt in diesen Schreibtisch. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Tischbeine und die Tischplatte ganz normal in einem Weiß genommen. Ansonsten die Höhenverstellung ist die größere, also 68 bis 133 cm. Und die Maße von der Tischplatte sind jetzt 160 x 80. Ja, und ich muss sagen, ich finde es perfekt. Ich habe lange überlegt bei der Größe, aber ich glaube, so passt das für mich. Ansonsten habe ich hier halt extra noch so eine Steckdose. Die konnte ich hier so dran klemmen. Die ist auch von FlexiSpot. Und das finde ich halt super praktisch, weil ich arbeite hier extrem oft mit meinem Laptop. Und gerade wenn ich den dann laden muss oder so, hat man keine Probleme mit dem Kabel. Und hier kann man dann einstellen, wie hoch der Schreibtisch sein soll. Also ich zeige es euch jetzt einfach mal. Da seht ihr dann auch genau, wie hoch der gerade ist. Das ist halt sehr praktisch. My friend nostalgia, I found you when I heard the sweet sound. Und nicht wundern, die Wand hier oben, da werden jetzt noch Bilder hingehängt, das bleibt auf jeden Fall nicht so. Aber es ging jetzt ja auch erstmal nur um den Schreibtisch. Falls ihr also gerade einen neuen Schreibtisch braucht, kann ich euch den hier sehr empfehlen. Das ist das Modell E7 und ich verlinke euch auch nochmal FlexiSpot in der Infobox. Da könnt ihr euch nochmal alles anschauen. Da schreibe ich euch auch nochmal die Maße von meinem Tisch rein. Und auch ansonsten, wenn ihr einen Bürostuhl oder irgendwas in die Richtung braucht, könnt ihr bei FlexiSpot vorbeischauen. Die haben echt eine super coole Auswahl. Ich habe jetzt nochmal ein Update für euch. Und zwar haben Torben und ich eben noch die Bilder hier aufgehangen. Und ich finde es wirklich mittlerweile so schön. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal. Also hier ist ja die Tür, dann kommt man rein. Hier ist meine Kleiderstange. Hier habe ich theoretisch auch noch Platz, das muss ich hier noch wegräumen. Dann steht hier jetzt der Tisch. Und wie gut passt der bitte in mein Zimmer? Ich finde, es sieht super aus. Jetzt halt hier noch mit den schönen Bildern. Und ansonsten sieht das Ganze so aus. Hier ist halt auch voll praktisch diese Nische für meinen Wäschekorb. Hier kommt der Staubsauger, der bleibt da gleich auch erstmal stehen. Ich fand es gerade so witzig, Timo ist gerade einkaufen gegangen. Und ich habe ihn gefragt, ob er mir einen Kokosjoghurt mitbringen kann, weil ich esse ja normalerweise keine Milch. Also ich versuche halt einfach drauf zu verzichten, weil ich es jetzt nicht unbedingt brauche. Und er bringt mir diesen Joghurt mit. Also es ist halt offensichtlich. Also ich habe auch nicht gesagt, dass er ohne Milch sein soll. Ich meinte einfach nur Kokosjoghurt. Und er hat extra auch den Verkäufer gefragt. Und es war der einzige Joghurt in dem Laden mit Kokos. Und es ist halt so ein Milchjoghurt mit Kokos, aber ich muss sagen, der schmeckt übelst geil. Also man muss, glaube ich, schon Kokos dafür mögen, aber der ist heftig. Also wirklich, der hat so eine bisschen andere Konsistenz. Also da sind wie so Kokosstückchen drin. Ich finde den so geil. Einfach neue Obsession. Oh Mann, meine Kamera ist so nervig, die fokussiert nie richtig. Ja, super Fokus. Deine Handykamera. Nee, meine Kamera. Ach so. Wow, Timo, wo soll ich mich hinsetzen? Der Teller ist für dich, weil der ist kleiner. Timo hat für uns gekocht und es gibt Spaghetti Carbonara. Was sagst du zu dem Werk? Ich glaube, es hat Verbesserungspotenzial, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Okay. Ich habe es aber noch nicht probiert. Ja, mal schauen. Ich habe in meinem Leben auch noch nicht viele Carbonara gegessen, deswegen habe ich gar nicht so viele Vergleichspunkte. Danke fürs Kochen. Sehr gerne. Boah, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut schmeckt. Ich kann es gar nicht einschätzen, ne? Ja, aber wenn du dich drauf komplett ans Rezept gehalten hast, der Max wird es doch wissen, oder? Ich habe das so Pi mal Daumen gemacht von den Mengen, ja, ne? Mhm.
Kann man machen, ich finde es super. Ich bin eigentlich auch zufrieden, okay. Mega. Ich hätte gedacht, es wird schlechter für den First Try. Also meine Box geht jetzt und Timo zeigt mir jetzt, wie laut Sahne geht. Jetzt mache ich aber eine nochmal. Ich glaube nicht, Timo. Was? Ich komme gleich, ja. Also wie ihr gerade hören konntet, meine Musikbox geht jetzt. Richtig toll. Und ich bin gerade sehr happy. Ich habe gerade meinen Teppich bestellt. Ich weiß zwar noch nicht, wie der ist. Ich habe den jetzt einfach auf Amazon bestellt. Und zwar einen runden Teppich in Creme. 160 Zentimeter. Ich zeige euch, wenn er ankommt. Ich habe ja gerade kurz auch schon gefilmt. Wir haben auch gerade zusammen gegessen. Und es ist so ein anderes WG-Leben jetzt schon. Ich bin noch nicht lange hier, aber es ist so... Es ist einfach schön, weil wir halt befreundet sind und dann ist es so, auch als jetzt Torben da war, ist es so surreal, jetzt hier zu wohnen. Und es ist jetzt schon so viel besser, als es davor war. Ich muss gleich mal schauen, wie ich morgen am besten zur Arbeit fahre. Habe ich nämlich noch gar nicht. Also ich weiß theoretisch, wie ich fahren kann, aber ich musste mir das nochmal anschauen. Ja. Dann geht's morgen nämlich auch schon wieder los mit der Arbeit. Es ist jetzt mittlerweile 7:30. Und ich fange jetzt an, mein Zimmer noch mal ein bisschen zu putzen. Ja, habe ich den ganzen Tag vor mir hergeschoben. Mache ich jetzt. Let's go. Ich fange an mit meinem Bett, beziehungsweise den Fensterbänken. Was denn? Das riecht richtig gut. Es gibt so Unterschiede, wirklich. Ja. Wenn ich sie nicht so gut kenne. Es ist jetzt mittlerweile Dienstag. Ich komme gerade von der Arbeit nach Hause und ich bin auch echt ein bisschen kaputt. Aber ich muss sagen, der Tag war voll in Ordnung. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt ganz gut wieder in allem drin. Beziehungsweise ich bin gerade neu in eine Abteilung gekommen. Und zwar bin ich jetzt wieder im Marketing, aber bei einer anderen Kollegin. Das heißt, ich habe auch nochmal neue Aufgaben. Und ja, fand es bisher aber eigentlich echt cool. Also ich habe heute eigentlich den ganzen Tag nur Reportings erstellt. Und das ist so 8 Stunden am Stück schon anstrengend, aber ich mochte es trotzdem. Also ich weiß nicht, manchmal finde ich es ganz cool, so Aufgaben zu machen, wo man einfach nur Auswertungen erstellt. Und jetzt habe ich es auch geschafft. Und es ist irgendwie trotzdem so ungewohnt, wenn man nach dem Urlaub wieder zu Hause ist. Die Tage bei der Arbeit fühlen sich halt oft... Also nee... Es ist komisch, weil manchmal hat man auch Tage, die vergehen super schnell, wenn sehr viel zu tun ist. Aber an so einem Tag wie heute, wo man den ganzen Tag irgendwie dasselbe macht, vergeht die Zeit halt sehr langsam. Und so ein Urlaubstag, ich glaube, jeder kennt das, der vergeht halt super, super schnell. Und ja, das so als kleines Update. Und es war gerade so schön, hier nach Hause zu kommen. Ich lieb's. Und das hier ist meine absolute Lieblingsecke in meinem Zimmer. Wie schön ist es denn bitte? Und passend dazu, fällt mir gerade ein, beantworte ich euch jetzt nochmal ein paar Fragen. Ich habe nämlich auch nochmal auf Instagram gefragt, ob ihr noch irgendwas wissen wollt über mein Zimmer. Ich habe noch gar nicht richtig reingeschaut, deswegen checke ich jetzt mal ab, was ihr so wissen wollt, ne? Ich wurde unter meinem letzten Video auch gefragt, wer die Lampe ist. Weiß ich leider nicht. Die gehört nämlich dem Vormieter hier. Aber er kommt doch heute, deswegen kann ich ihn mal fragen. Ich hoffe, ich denke dran. Genau, und ansonsten, wenn ich euch allgemein in den Kommentaren nicht antworte auf so Fragen, ist es eigentlich immer, weil ich es nicht mehr weiß oder weil ich es nie wusste. Zum Beispiel auch wurde ich gefragt, woher meine Kleiderstange ist aus der alten Wohnung. Das weiß ich auch nicht. Genauso weiß ich auch nicht, woher die Couch ist, weil das alles die Sachen von meiner Vermieterin waren, weil die Wohnung ja möbliert war. Das ist so ein bisschen... das Thema. Also, ihr habt eine Roomtour angefragt. Die kommt noch. Also mein Zimmer habt ihr jetzt ja schon gesehen. Ich werde euch auf jeden Fall auch nochmal die ganze Wohnung zeigen. Da will ich noch abwarten, bis wir alle Zimmer schön haben, weil hier gerade noch ein paar Sachen verändert werden müssen. Und genau, das werde ich dann einmal drehen. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen kürzeres Video, in dem ich aber auch viel erklären werde, woher was ist und euch so einmal durch alle Räume führen werde. Dann, deswegen musste ich auch gerade dran denken und das fand ich so eine schöne Frage, wurde ich nach meinem Lieblingsplatz in der Wohnung gefragt und das ist halt
auf jeden Fall der Platz hier am Bett. Und zwar einfach wegen dem RK, weil ich finde diesen Blick nach draußen ins Grüne so toll und es ist so viel wert in der Stadt. Ich lieb's und ich freue mich, euch dann auch mal Küche, Bad und den Rest zu zeigen, weil finde ich auch super, muss ich echt sagen. Dann kam auch noch eine Frage, ob meine alte WG jetzt schon vergeben ist, beziehungsweise mein Zimmer. Und das ist es tatsächlich schon, weil das läuft alles über meine Vermieterin und die hatte schon jemand direkt gefunden. Ansonsten kam auch nochmal die Frage auf, warum ich umgezogen bin. Ich kann euch auch nochmal mein letztes Video dazu verlinken. Da habe ich nämlich nochmal ein bisschen genauer drum geschrieben. Aber um es nochmal ganz kurz zu fassen, ich habe mich halt einfach nicht mehr wohlgefühlt und es hat einfach nicht mehr so gepasst. Ich habe auch einfach lang genug in der Wohnung gewohnt. Ich meine, es waren jetzt mittlerweile 2 Jahre und am Anfang war mein Mietvertrag ja auf 1 Monat ausgelegt. Also wer sich noch an diese Zeit erinnern kann, wo ich auch mal in einem Video das erklärt habe. Weil mein Gedanke war ja da, oh Gott, 6er WG, ich werde da niemals richtig drin wohnen. Und es war einfach nur so eine Notlösung für mich, auch wenn ich die Wohnung traumhaft schön fand. Aber ich habe es jetzt nie so richtig in Betracht gezogen, da für eine lange Zeit zu wohnen. Deswegen ist es mega schön, dass ich da trotzdem so lange gewohnt habe. Und ich hatte da auch so Hammerzeiten. Ich will auch nochmal unbedingt ein Reel davon zusammenschneiden, einfach damit ich mir auch nochmal diese ganzen positiven Erinnerungen so richtig in den Kopf rufen kann. Weil ich weiß nämlich, dass ich da auch so tolle Zeiten hatte. Aber das letzte halbe Jahr war einfach nicht mehr so nice. Und ich wäre jetzt auch nicht gewechselt vorm Ende meiner Ausbildung, wenn ich jetzt nicht von Timo gefragt worden wäre, ob ich Bock habe, hier einzuziehen. Weil ich meine, die meisten Mietverträge gehen jetzt nicht ein halbes Jahr und meine Ausbildung geht ja nur noch genau ein halbes Jahr. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hat jetzt einfach sehr viel Sinn für mich gemacht. Und ja, ich bin sehr happy hier. Dann geht's weiter, wie groß mein Zimmer ist. Schwierig einzuschätzen. Ich versuche es jetzt einfach mal mit euch auszumessen. Ich schätze mal, dass es ungefähr 20 Quadratmeter sind. 1, 2, 4, 5, 6, 6 bis 7 Meter. Und hier, ich mache jetzt mal einfach ab hier, das kleine Stück zählt jetzt nicht. 1, 2, ungefähr 3. Also es sind ungefähr 20 Quadratmeter. Genau, das kommt, glaube ich, auch ganz gut hin. Dann kam auch noch die Frage, wie hast du alles eingerichtet, also welche Möbel? Ich habe ja im Laufe dieses Videos jetzt, glaube ich, auch schon einiges erwähnt, aber ich werde es dann nochmal so zusammenfassen, wenn ich die richtige Wohnungstour hier hochlade. Achso, es kam auch die Frage, wohnst du in einer WG? Aber ich glaube, das ist mittlerweile klar. Also wir wohnen zu zweit hier. Wie hast du die Wohnung gefunden? Ja, also Timo hat mich ja darauf angesprochen, der wohnt hier jetzt mittlerweile schon seit ein paar Monaten. Und genau, so kam das Ganze zustande. Also das waren auch schon jetzt die Fragen, beziehungsweise ich rede auch schon seit 10 Minuten. Ich komme gerade nach Hause und Timo hat einfach schon meinen Teppich heute ausgepackt. Wie süß ist das denn? Und ich finde ihn toll. Der passt hier einfach perfekt rein. Also diese Farbe, ich hatte ein bisschen Bedenken, dass sie nicht zusammenpassen. Aber das ist ja perfekt. Boah, ich freue mich. Und der ist richtig flauschig. Ich habe den bei Amazon gekauft. Toll. Ganz toll. Also an sich bin ich auch ein Fan von Teppichen, die so noch längere Fransen haben. Aber der ist super. Ich glaube, der ist halt auch empfindlich. Ich werde sehen. Und so sieht es aus, wenn man reinkommt. Ich finde auch, der hat für das Zimmer echt die perfekte Größe, weil ich roll hier nicht so blöd drüber, wenn ich am Schreibtisch sitze. Aber ich kann ihn auch theoretisch noch ein Stück weiter unter das Bett legen. Hab den aber hier so, wenn ich aufstehe. Schaut mal, ich habe für uns gekocht. Wie geil sieht das bitte aus? Das ist eine Mexican Bowl. Wenn euch das Rezept mal interessiert, kann ich euch das auch mal hier geben. Wow, ich freue mich. Ich glaube, ich würde jetzt an der Stelle auch mal das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch noch mal ein bisschen hier mitnehmen. Mir hat es super viel Spaß gemacht und ich hoffe, das kommt irgendwie auch so rüber. Ansonsten freue ich mich sehr, euch bald auch mal dann die ganze Wohnung zu zeigen. Könnt mir gerne mal auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch irgendwas Bestimmtes wissen wollt. Dann kann ich das einfach auch für das nächste Video dann einplanen. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!